Natalie Volk, 25, rechnet mit Germany's Next Topmodel ab. In der 9. Staffel der Castingshow war die gebürtige Niedersächsin auf dem 4. Platz gelandet. Besonders glücklich blickt sie auf die Zeit allerdings nicht zurück. Im vergangenen Mai entlud sich ihre Wut auf die Produktion in wütenden Social-Media-Posts. Während Natalie versucht, in den USA Fuß zu fassen, lästert sie über die GNTM-Machart. Dort würden die Kandidatinnen nicht auf die Modewelt vorbereitet. Im Podcast Lose Luder sprach Natalie mit ihrer Gastgeberin Desiree Nick, 65, nun nämlich auch über ihre Zeit in der Sendung und wie wenig man danach von GNTM habe. Die Modelmappe von der Show ist an sich kompletter Trash. Das haben mir die Agenturen auch so gesagt. Die Fotos entsprechen einfach nicht den Standards der Branche. Du hast da Bilder drin mit Luftballons oder wo du als Junge verkleidet bist, und wenn du damit zu einer seriösen Agentur gehst, dann sagen die, dass ich die Mappe in den Müll schmeißen soll. Desiree stimmte ihr dabei zu und hatte auch eine Anekdote parat, denn aus der Nachbarschaft kenne sie ein erfolgreiches Laufstegmodel, das eine klare Meinung zu GNTM habe. Die hat gesagt, wer einmal mit Germany's Next Topmodel in Berührung gekommen ist, der hat sich ins Aus geschossen für jegliche Form einer seriösen Modelkarriere.